Den ersten Gang rein und das ist dann locker lässig. Ja, es hat jeder jetzt einen großen Kühler, bis auf du. Aber schau doch den Motor an. Ja. Komm mit einmal. Oh.
passt nicht mehr nicht. Jetzt ist schief. Ballikus Innenrad, der passt nicht. Was? Hörst du das? Giftige Schnelle hoch dran. Das, bam, bam. Das macht Innenrad. Der bringt da 2 PS. Okay. Für das, dass eigentlich nur von so einem großen sind. Das ist ein Meeting ganz gleich. Das heißt den ganzen Tag. Wow. Nein, der kommt nicht in den Resonanzbereich, da passt die Zündung nicht, der hat wieder geschossen. Echt? Gleich am Anfang, wie du Gas gegeben hast, da passt die Zündung nicht. Auf was hast du das jetzt eingestellt? Ich hab noch nicht einmal gescheit bohren. 30 Grad. Hast du da in den Resonanzbereich gekickt? Ja. Dann ist der Luftfilter so schier. Das, weil es ist so schier auch hört. Bei ihm ist so, what? Und bei dir hörst du so, what? Bei dir ist Und wenn du vorbeifährst, hörst du aber den Auspuff, das hohe. Hey? Nur so von der Weiten wie 125. Wow! Ich muss einmal einen Auspuff probieren. Aber dafür, dass die noch viel eingestellt ist mit irgendeiner Düsentecke. Dafür! Hey, Ben, da vorne sind eh die Düsen drinnen rechts. Mikrometer haben wir heute. Was ist durch? Mit zwei so auf 0. Und 1, 2, 3, 4, 5 mm, 6 mm, 7, 8, 9. Der geht aber nochmal. Na, schau, da drüben. Da. Das tropft da oben bei der Dichtung. Nicht, dass jetzt mit Dichtung so. Ja, wenn man das schon. Er gibt Gas, ich gebe Gas. Scheiße, was ist mit dem Müll aus? Na, der kommt nicht in den Resonanzbereich. Ich hab den kein einziges Mal jetzt. An meine Haut rangehört. Überhaupt seit ich hab einmal in Reise gekommen und das war mit der Standardzimmer. Oder relativ gleich? Mein Handy nehme ich nur raus. Zum Ausziehen holen. Wir fahren kurz zu Iris. Was? Wir fahren kurz zu Iris. Also Marco fällt da. Ja. Ich kann mit Marco fahren. Ja, ich würde sagen. Geil! Das schleift, oder? Ich mach da einmal so kurz. Ein bisschen verschluckt und kurz ist es. Erster Griesner Sulli Omikron. Fahr zu mir. Jetzt langsam kommt sie. Jetzt langsam wird's. Wird schon viel besser. Yeah.
weißt, was ich noch machen muss? Meine Abfahrt. Ah. Ich sag Nadelns auf. Ja, Nadelns auf. Genau beim zweiten hat sie kurz. Ja, aber was, du merkst schon, es wird besser. Und sie hört sie jetzt auch schon um einiges besser an. Geht sie besser? Nein, das ist meiner. Geht sie besser? Ja. Ja. Man merkt schon, dass sie oben hinaus noch ein bisschen besser tut. Jetzt habe ich schon 115er Düsen drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch kleiner gehen muss. Schau hin. Wo? Ja, das stimmt. Irgendwann fängt sie selber zu entzünden und dann läuft sie nicht mehr gescheit. Wirst du mit deinem Auto auf? Wieso? Bitte tanken, dann irgendein Beleuchtungssystemfehler, wie Schwarz ist leer. Ja, tanken, das war mein Papa oder meine Mutter, die sind heute mein Auto leer gefahren. Ich steige ein, kein Sprudel mehr da. Dann wie Schwarz, da schäme ich nicht. Und die Systembeleuchtung, da weiß keiner, was das ist. Der kommt und geht, wie sie will. Geht die Geschwindigkeit? Ich habe keinen Akku mehr. Also hat der Drehzahl auch? Nein. Nein? Ja, da hole ich mir gleich noch einen. Ich habe mir jetzt einen geholt, ich muss schauen, der kostet gleich nur 30 Euro. Ja. Ist so ein schwarzer, ganz simpel aufgebaut, Batterie drinnen, das Kabel wickelst und das Zündungskabel. Ja. Und fertig, und dann müsst ihr die Drehzahl. Ja. Na, weil ich und die schau, ob der jetzt geht. Vom Koso gibt es einen Runden, der da zeigt Drehzahl. Der analoge, ja. Der ist geil. Die Geschwindigkeit ist und Temperatur. Ja. Passt. Und jetzt machst du mir nur Zangen oder so gern, die Schwarzzangen ist da durch. Ne, ich schaue jetzt, ob der Schwarze einmal geht. Wenn der schön geht, ist das eine gute Lösung, weil der kostet nicht viel. Ja. Und sonst muss ich mir einen teureren kaufen. Ja. Wie viel machen wir jetzt? 6,5? Ja, kontrollieren wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz langsam, du wirst mit der Hand durchtreten. Bis du merkst, du hast einen Widerstand. Ja. Du bist weit weg, oder? Vom Strich. Ja. Ja. Imbus, hast du da? An für die Zündung? Ja, perfekt. Jawohl. Ja, das kann viel sein, da. Nicht mehr anhalten oder was? Nein, kannst du lassen. Jetzt bewegt sich nicht schon so. Ja, was mit, darf man sagen? Mit Loctite? Ja. Ne? Muskelkraft. Das wird jetzt mal gut passen. Jetzt haben wir zwar leider auf Anschlag. Ja. Aber. Ich habe mir gedacht, wie wir einen Rotor eingestellt haben, dass wir genau in der Mitte sind. Dass wir auch links und rechts noch Luft haben. Nein. Ja. Wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich auf 6,5. Und ich finde es, dass es geil ist in einem wegen einem Fluss. Nur ein Problem habe ich, ich glaube, ich muss vielleicht einen Spacer verwenden, muss ich schauen. Wieso? Weil hinten habe ich viel, also besser, ich stehe voll das Raumrahmen an. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich Vergaser leicht verdrehe, dass er vorne gescheit drin sitzt, zum Anzug stutzen, weil es ist hinten so spalt. Und dann denkt man, warum? Gell? Ich bin immer Anzugtrichter auf dem 28er gefahren. Mit dem selben Motor, mit selben vorgestellten Grunde. Neigemembran. Membran ist anders. Weil da, bei der Ding hast du einmal einen Barricade-Anzug stutzen, der ist glaube ich ein bisschen länger. Und dann hast du noch Membran. Also jetzt willst du also quasi einen schrägen.
Ding. Was ist so? Ja. So keilförmig, dass er. Einmal überlegt. Warte, schau einmal mit der Kamera, dass ich vorhin essen. Ich filme schon eine halbe Stunde. Echt? Ob das funktioniert, ne? Du hast den Benzin noch nicht offen. Achso. Warte, was mir taugt. Das ist geil. Ich muss noch mehr stoppen. Boah, boy. Fuck, ja, ich hab umgedrückt. Jetzt, warte. Hast du die erste gesehen? Wop. Ich hab's gerade dreimal, wollte sie aufsteigen. Er hat sie richtig angeschissen, das hat der Griesner noch gesagt. Er ist noch nie mit was Starken gefahren. Geh ein bisschen auf die Seite. Peter, pass auf. Gehört dafür. Das war jetzt noch nicht so. Geht noch mehr, gell? Ja. Ja, er ist noch nicht viel gefahren, Gartschupfer. Der zweite hat sich gut an. Was war denn los in der ersten, hast du Angst gekriegt? Ich hab schon Angst gehabt, dass ich nicht aufsteht wegen der Gabel. Weil sie so schwer ist. Es hat so geil ausgeschaut. Ja, er hat schnell durchdraht, die zweite. Vergaser. Mag er! Zu mager! Nadelans auf wie unbedingt, hätte ich gesagt. Weißt du, ob? Der ist viel zu mager. Was ist denn drin? Blau, der fängt ganz kleiner Stück. Es ist schwer zu sagen, weil 100 Kubik anstimmen. Machen wir 130 Düsen rein. Und. Ja, ich hätte gesagt, 130 und Nadel einmal eins auf, oder? Ja, wenn du fuhren lernst, schreibst du nichts auf in der ersten. So ja, wie bei jetzt dir. War es schwer zu sagen. Weißt du, wenn es jetzt mal geht, dann fällt da schon Leistung. Und wenn sie dann wirklich. Nein, das ist schwer. Das ist das ganze Gelände zum Abstimmen. Das ist echt schwierig, da so lange gerade zum Pressen. Ja, mehr brauchst du ja nicht. Ja, wieso? Okay. Ich glaube. Ja, warte ganz kurz. Nein, ich habe ein Maßekabel, was auf dem Raum anlegen muss. Kannst du
sein, dass die Kupplung ganz leicht rutscht. Weil ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass die normale Kupplung da ist der Fiat, also die Polini oder was das ist. Ah.